Also, lass ja, ich das zu. Ist so dumm. Die Hände sind so dumm. Also, ich schau zu. Also, da bin ich. Machst du selber viel Sport? Ich muss ganz ehrlich sein, nein. Ich habe einmal eine Fitness gezahlt für ein Jahr, aber ich bin nur einen Monat gegangen. Nein, eigentlich nicht. Also viel würde ich jetzt nicht sagen, aber ich schaue sicher, dass ich zweimal in der Woche sicher Sport machen werde. Wie schätzt du dein Kung-Fu-Potenzial ein? Da kann sein, dass ich sehr gut bin. Ich mache ja viele Streetfights und so. Früher habe ich da sehr viel gemacht und ja, ich denke, ich bin sehr gut. Hast du in diesen Streetfights auch mal jemanden verschlagen? Ja, das habe ich auch damit gemeint. Also viel Strassenprügler früher und darum denke ich, ich bin schon gut drin. Bist du selber aber auch mal verschlagen worden? Nein, noch nie. Ich habe mal eine Flatter bekommen, aber die hat dann das Zehnfache bekommen. Nein, ich bin selber noch nie vermöbelt worden. Hast du jemanden vermöbelt? Nein, ich habe auch noch nie jemanden zum Glück vermöbelt. Was denkst du, was dich heute erwartet? Ja, ein kleines gutes Training, dass der Herr Guido Kessler da mir alles zeigt, wie ich sonst auch andere mal mich wehren kann. Trainierst du lieber Frauen oder Männer? Frauen natürlich. Warum? Ja, das ist natürlich viel interessanter und Frauen haben doch noch recht harten Willen und ertragen mehr Schmerz. Du bist also nicht rücksichtsvoller mit ihnen? Nein, absolut gar nicht. Das wird knallhart. Also ich bin überfordert, aber es ist mega geil. Es ist eine gute, positive Überforderung. Ich bin auch überfordert auf jeden Fall, aber ich finde, ich habe es ein super Training gefunden. Vor allem hat uns wirklich richtig mega gepusht. Ja, wer ist die Beste von euch zwei? Ich natürlich, nein. Wow. Ich denke, wir haben uns das Beste gegeben. Du hast bei anderen Sachen mehr mögen, ich habe Liegestütze mehr mögen. Wir sind ein gutes Team. Wir sind ein Top-Team. Guido, sind deine Erwartungen erfüllt worden? Ja, ich bin verblüfft, absolut. Die sind mega fit. Ich hätte es nicht gedacht. Perfekt. Hast du sie also zuerst ein bisschen unterschätzt gehabt? Ja, ein bisschen, ganz wenig, ja. Ehrlich gesagt. Und wer ist der Gewinner von diesen beiden? Beide natürlich. Sie sind wirklich beide super fit und haben voll mitgemacht. Absolut gut.